So, wähle eine Methode für den Raubüberfall. Ey, das klang jetzt ja richtig gut. Also es war einmal Stichwort U-Boot und einmal Stichwort Hubschrauber. Das war ein richtig großes Ding. Naja, wir nehmen Hubschrauber plus U-Boot, Leute. Hochsee. Da gibt's nichts zu überlegen. Deep Sea Adventure. Gotta be. Das wird krass. So, Methode wählen haben wir ja gemacht jetzt hier. Bestätigen. You and Floyd can help. We'll get Michael involved and he can put us in touch with some local talent. Tell Floyd to find us a submarine and ask Ron where we can steal a heavy lift chopper. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! So, Leute, wir standen Auskundschaften des Hafens, haben also erreicht. Wow, abgeschlossen, sind über 88%. Boah, da hat echt nicht mehr viel gefehlt, zu 100%. Schade. Ah, jetzt bin ich wirklich hin und her gerissen. Erstmal Flughafen und die Mission machen, aber ich glaube, wir machen trotzdem... Ich glaube, wir machen trotzdem erstmal fix zum Flughafen und gucken mal. Michael wird gewählt. Ja, wir brauchen vielleicht noch eine Crew, ne? Ah, Trevor, hey. Mikey, hey, listen, loving it here in L.S., really settling in, getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Yeah. Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me, you'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. Na, da würde ich doch glatt mal sagen, das ist doch perfekt, Leute, um den Raubüberfall vorzubereiten. Geh erst mal in die Flugschule. Und das können wir doch gleich damit verbinden, dass wir da mal ein bisschen die Map-Grenzen erkunden und so. Cool. Das switchen wir mal rüber hier. Das ist doch perfekt vom Timing her. Und danach kriegt man dann anscheinend ein U-Boot und vielleicht irgendwie auch noch einen Hubschrauber oder so. Es kann natürlich jetzt auch sein. Na, ja, mal gucken. Es war ja eigentlich ein Hubschrauber gewesen. Mal sehen, ob jetzt mit Michael mit dem Hubschrauber fliegen müssen. Das kann auch sein. Hätte ich jetzt aber auch nicht so ein großes Problem damit, wobei ich lieber mit dem Flugzeug das jetzt hier alles gemacht hätte, das Erkundschaften. Hast du gerade noch telefoniert, oder? Jo, dann machen wir mal Karte auf. Müsste jetzt eigentlich hier irgendwas drin stehen. Flugschule. Das hier ist schade. Mal hier. Ammunition. Okay, ich werde einfach mal hier durchgehen. Oh, wo finden wir das schon? Landeplatz. Hier müssen wir wahrscheinlich hin, hm? Ne, hier unten. Guck mal hier. Hier machen wir hin. Das war ganz schön weit weg, aber egal, wir besorgen uns jetzt mal noch schnell ein schnelles Auto oder so. Falsch. Wie lang? So, ab geht's. Aber mal schauen, also wir konnten das jetzt hier ziemlich schnell alles aufeinander kommen. Einerseits fliegen, dann werden wir auch bald jetzt mal am Wasser sein mit dem U-Boot. Ich muss das auch mal ein bisschen angucken. Freue ich mich jetzt auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall auch eine lustige Mission und die wird wahrscheinlich richtig viel Kohle bringen. Hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt über Trevor so abläuft, dass wir jetzt über Trevor dann den nächsten großen Coup machen. Ich dachte, dass der jetzt erstmal irgendwie sein eigenes Ding durchzieht. So, Mike, wir beide wissen, Fliegen ist nicht deine Stärke, aber für den Hafenjob wirst du Fliegen, bla bla bla, irgendwie brauchen oder so. Gerne.
Ich habe auch kein Problem dann mit Michael dann hier das zu erkunden oder so. Überhaupt nicht. So, Dave Norton, hör zu, ich vermute mal, dass du sauer bist wegen des Gefallens, um den ich dich gebeten habe. Ja, bestimmt vielleicht. Ich will jetzt aber erstmal schnell zur Flugschule, bevor ich irgendwas noch durchlese oder so. Gesehen, sorry. Ja, 2 Kilometer. Ich werde hier fliegen, fliegen. Und wir machen natürlich dann erstmal die ganzen. Ich hoffe, dass das erlaubt ist. Und dass wir Stress bekommen. Aber da würde ich natürlich vor allem dann erstmal in die Gebiete machen, wo wir wirklich überhaupt noch nicht waren. Also halt erstmal Richtung Westen, dann nach Süden. Wobei in Süden wahrscheinlich vor allem Wasser sein, schätze ich mal. Und Richtung Osten. Mit Trevor können wir halt dann gleich jagen gehen, ne? Aber ich glaube, wir werden erstmal erkundschaften, dass wir mit Trevor jagen gehen und so. Das machen wir dann später irgendwann mal. Da fahren wir aber auch dann einfach mit irgendeiner abgefuckten Karre dann los. Ziehen unsere Jagdklamotten an. Und dann gehen wir ein paar Hirsche schießen oder so. Ehrlich gesagt, komm mal warten. 500. Ich hoffe nur, dass wir jetzt hier auch natürlich, also Flugschule müssen wir eigentlich ganz offiziell einfach so reinkommen, das sollte kein Problem sein. Okay. Haben wir denn hier irgendwie eine Quest in der Nähe? Dass ich jetzt hier das irgendwie verpeilt habe und ich hätte da irgendwie noch eine Quest annehmen sollen, das kann auch sein. Ich kann jetzt hier nicht einfach reinfahren. Oder? Probier's mal. Okay, es geht auf, das ist ein gutes Zeichen, oder? Ziemlich viele Maschinen. Wollen wir so eine große nehmen? Alter, da kommt. Ah ne. Ich würde so eine kleine nehmen, die sind wahrscheinlich schneller. Ich würde lieber was Schnelleres nehmen. Beeilen wir uns mal, wir haben nicht viel Zeit, die Polizei ist schon hinter uns her. Wahrscheinlich müssen wir dann irgendwann eine Quest machen oder so. Das habe ich jetzt vielleicht, weiß ich nicht. Egal, ich nehme jetzt einfach mal das Ding hier. Ich hoffe, dass ich damit jetzt hier klarkomme. Das kann interessant werden, Leute. Kaum gelenkt. Ich muss wahrscheinlich. Ah, okay, hier muss ich machen. So hier. Ich starte jetzt einfach mal los und hoffe, dass ich irgendwie hier vom Boden runterkomme. Gucken wir mal. Ja. Ah, ne, das wird schief gehen. Das wird schief gehen. Und die Polizei. Scheiße! Steig mal aus hier. Brauchen ein Flugzeug schnell. Brauchen Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Okay, ich glaube, das habe ich jetzt hier ziemlich verkackt gerade. Moment, Moment, Moment. Wir nehmen mal eine Waffe. Ganz ruhig. Den müssen wir aber eigentlich erwischt haben. Ja, das ist echt knapp, Leute. Den haben wir jetzt auch erwischt, oder? Mal schnell das. Wow, wow. Scheiße! Das gibt's doch nicht. Steig auf, schnell, 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 hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Rein ins Auto. Mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Wir haben nicht viel Zeit. So. Wir müssen jetzt ganz schnell eine Maschine besorgen. Das habe ich sie erst dran verpeilt jetzt hier. Ich glaube, wir hätten da mal zu Michael gemusst, so irgendeine Quest annehmen müssen oder so. Das wäre schon besser gewesen. So, die Maschine versuchen wir nochmal. Muss aber schnell gehen. So, raus. Go, 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 go. Mal schnell, mal schnell, mal schnell. So, ich hoffe, dass die das Ding jetzt nicht wegschießen. Kann natürlich passieren. So, wir müssen in die Richtung. Da haben wir ein bisschen mehr Platz, um loszukommen. Mal so rückwärts.
Und jetzt geht's los hier. So, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Ich hoffe, wir schaffen's. Ich hoffe, wir schaffen's. Oh nein, da ist ein Scheiß. Egal, egal, es kann weitergehen, kann weitergehen. Wir sind abgehoben, Leute, wir sind abgehoben. Wir sind im Himmel. Aber wir werden verfolgt, aber wir sind doch schneller als so ein scheiß Hubschrauber mit dem Teil, oder? Der Hubschrauber wird entfernt sich langsam, glaube ich, ne? Ja, krass, dass es nur 3 Sterne gibt, wenn man ein Flugzeug klaut, das ist übel. Und zieht euch das mal rein hier. Los Santos von oben. Guck mal, da links haben wir ein Stadion oder so, hm? Krass, dass das jetzt auch noch funktioniert hat. Also ich hatte das verpeilt hier mit wie man das lenkt und so. Man muss das ja mit den Schultertasten lenken. Und ich habe die ganze Zeit hier das versucht wie mit dem Auto, mit dem Stick und so weiter. Deswegen hat das nicht funktioniert. So, dann gucken wir mal Karte, Leute, und suchen uns mal was raus hier. Karte. Ja, jetzt hier wieder lang machen wir eigentlich blöd. Aber hier ist überall Wasser wahrscheinlich, oder? Schätze ich mal. Wir machen jetzt einfach mal in die Richtung. So. Also nur ein Stück mal rechts hier. Und dann decken wir jetzt hier mal ein bisschen die Karte auf. Die Maschine ist auch schön schnell. Also ich glaube, wo jetzt ja nicht abstürzen. Ich glaube, dass es ja auch Düsenjets und so weiter gibt. Muss es eigentlich auch geben. Guck mal, wie weit wir schon hier wieder raus sind. Okay, also wenn wir hier lang fliegen, dann scheint wirklich noch Wasser zu sein. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwo eine Insel oder so. So, die suchen auch nicht mehr nach uns. Mal Karte ganz kurz. Ach, guckt mal, wie schnell wir sind. Und wir decken das jetzt hier wirklich ziemlich breit gefächert auf. Das ist sehr schön. Das ist cool. So, aber hier ist wirklich nur Wasser, Leute. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo eine Insel gibt. Aber stellt euch das mal vor, ne? Also wenn das ganze Wasser hier noch irgendwie voll ist mit Schiffen oder so, irgendwelchen Fracks und so, das ich weiß nicht, wie detailliert das dann sein wird. Ob das überall dann so detailliert ist wie auch am Ufer und so weiter, das wäre richtig übel. Das wäre wirklich richtig übel. Ja komm, wir machen mal rüber zu dem Berg da, würde ich sagen. Wir fliegen auch total komisch jetzt wieder, aber das wollte ich da eigentlich gar nicht. Ja, guck mal, wir haben jetzt doch nichts mehr aufgedeckt. Könnte daran liegen. Nee, warum decken wir hier nichts mehr auf? Ich weiß es nicht. Ja, wir machen aber jetzt einfach mal hier in die Richtung. Zu den Bergen. Ja, ja, das ist doch Pazifik. Ah, das war knapp gewesen. Also da wird man wahrscheinlich wirklich auch so ein Passagierflugzeug fliegen können. Ich wollte es jetzt erstmal nicht machen, weil das wäre zu krass gewesen, bis ich da irgendwie hochgekommen wäre, glaube ich. Aber das müssen wir irgendwann auf jeden Fall auch nochmal machen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es Düsenjets gibt und das muss auch lustig sein. So, wir kommen wieder in die Berge. Ah, hier waren wir auf jeden Fall nicht. Hier waren wir noch nicht. Hier gibt es bestimmt noch schöne verlassene Strände, oder? Kann ich mir vorstellen. Hier links ist Los Santos, ne? Nee, das ist irgend so Industriegebiet oder so, wie es aussieht. Ich kann nicht gegen den Berg hier fliegen. Was mich interessieren würde ist, was haben wir hier? Hier haben wir kleine Insel. Ah, guck mal, da vorne ist ein Leuchtturm. Guck mal. Guck mal, interessiert, ob man da reinkäme. Aber hier mit dem Auto langfahren muss auch Spaß machen. Hier die Straße so mit den Bergen und dann daneben dann gleich das Wasser. Bestimmt auch was. Ich guck mal gerade, wo sind wir denn jetzt? So, jetzt decken wir wieder auf. Sehr gut.
Ja, ich würde einfach jetzt erstmal die Küste einfach einmal um die Küste hier ringsrum machen, letztendlich. Wenn ich jetzt weiter nach rechts mache, wir können immer mal rüberschauen, dass wir dann vielleicht mal auf der Minimap sehen, ob da eine Insel ist, aber ansonsten lohnt sich das ja nicht wirklich, weil da überall Wasser sein wird. Das ist ja dann nicht so spannend. Ist hier ein Haus gewesen? Das sah so aus, als wäre da ein Haus. An den dichten Wald haben wir bislang noch nicht hier gesehen, ne? Was kommt das denn noch? Okay, ganz ruhig, weil hier will ich jetzt nicht irgendwie abstürzen. Hier haben wir einen Zug. Ach, guck mal, hier ist ein übelst geiler Strand. Ah, hier haben auch eine Maschine. Der macht halt gerade genau das gleiche vor wie wir auch hier. Ja, das ist ein schöner Strand hier. Hier würde ich auch baden gehen. So, weiß ich nicht, da mitten in der Stadt ist immer ein bisschen nicht so cool. Finde ich schöner, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Und das ist hier ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Guck mal, da vorne scheint ein dichterer Wald zu sein. Schaut mal. So mal die Maschine ein bisschen ruhiger zu halten, dass man es mal ein bisschen besser verfolgen kann. Das hier scheint hier schon dichterer Wald zu sein. Ganz kurz, mal gucken. Moment. Also hier ist wirklich überall Wasser. Wir kommen dann halt hier noch lang. Aber hier muss ja auch noch was sein. Wir hätten vielleicht mal noch hier irgendwie dann lang fliegen sollen. Wieso? Ich komme leider nicht, kann nicht weiter rauszoomen. Ich kann noch weiter ranzoomen, aber rauszoomen kann ich leider nicht mehr. Ja, wir folgen jetzt einfach mal weiter der Küste, würde ich erstmal sagen, dass wir mal einen Überblick bekommen. Ja, die Straße stelle ich mir wirklich cool vor zum Anfangen. Würde auch mal interessieren, da man wirklich mit dem Auto hier einmal komplett um die Map rumfährt, am besten über diese Straße oder so, wie lange das dauern würde. Ja, hier haben wir wieder eine Brücke. Da können wir das ja mal versuchen, wieder freizuschalten. Oder sind wir durch die schon mal geflogen? Ich würde das nämlich gerne mal freischalten hier mit dem Achievement hier. Aber ich glaube, ich lasse das mal erstmal. Ah ne, guck mal, hier waren wir schon mal, glaube ich, oder? Ist das ein Flughafen oder ist das Militärstützpunkt? Fliegt mal ein bisschen niedriger, vorsichtshalber. Ah ne, hier ist ja auch. Guck mal, da haben wir einen Düsenchat, Leute. Das ist ein Düsenchat. Ey, also, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen aufrüsten, bevor wir da irgendwie ansatzweise in der Lage sind, an dem Flugzeug ranzukommen. Also einen Düsenjet hätte ich ja gerne mal. Cool. Cool. So, ich weiß halt, das Ding ist, wir müssen wahrscheinlich dann trotzdem nochmal zur Flugschule, weil wir das als Quest machen müssen, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Könnte mir vorstellen. Also, ich denke schon. Finde ich dann aber auch nicht so schlimm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Michael seine Flugskills jetzt schon trainiert oder ob das wirklich erst geht, wenn wir die Flugschule direkt besuchen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich finde jetzt eigentlich vom Fliegen her das erstmal in Ordnung, was er so drauf hat. Das ist okay. Reicht eigentlich. Also wenn ich dazu live in der Lage wäre, würde mir das auch ausreichen. Ich würde aber, ich würde nicht fliegen. Das wäre ja dumm, weil ich bin ja auch schon abgestürzt. Das hat dann ein bisschen andere Konsequenzen. So, hier haben wir einen zivilen Hubschrauber, ne? Guckt euch mal hier den Strand an, das sieht richtig cool aus. So, da sind wir jetzt nicht einmal im Kreis schon geflogen. Krass, das ging aber schnell. Wir sind einmal im Kreis geflogen. Hier würde mich halt nochmal interessieren, was da ist. Und hier waren wir auch überall noch nicht. Wo sind wir denn jetzt gerade? Hier. Ja, wir fliegen mal so hier durch, dann hier nach rechts, würde ich sagen. Und dann so. Mal sehen, ob ich es irgendwie hinbekomme. Dann kriege ich hier irgendwas markiert. Super. Also hier wird wahrscheinlich auch mehr Wald sein und so, aber damit wir es einfach mal aufgedeckt haben.
reden wir einfach mal ein bisschen über Los Santos rüber. Das finde ich gar nicht so schlecht jetzt. Also, die Map ist wirklich riesig. Man muss überlegen, wir sind gerade mit dem Flugzeug unterwegs und das ist jetzt nicht das Langsamste. Also mit dem Doppeldecker so hätte das alles länger gedauert. Dann müssen wir nach rechts wieder, bitte. Ich muss ja dann irgendwann auch wieder landen, ist das Problem, ne? Ja, diesen Fallschirm könnte ich wahrscheinlich rausspringen, oder? Aber ich habe keinen Fallschirm. So, hier ist wieder der Militärstützpunkt. Machen wir ein Stück nach rechts jetzt hier. So, und dann gucken wir nochmal Karte. Ja, das komplett aufdecken, das wird jetzt ein bisschen lange dauern. Wir machen jetzt einfach mal hier lang, dass wir hier nochmal durch die Mitte fliegen. Hier ist ein Flughafen, hier könnte man landen. Ah, da müssen wir wieder übelst weit nach unten fahren, da habe ich ja keine große Lust drauf. Aber ich habe leider keinen richtig dichten Wald gesehen. Ja, da hinten höchstens, guck mal da. So, so in die Richtung hier. Also jetzt auf 12 Uhr sozusagen. Ich weiß es nicht. Also wir hatten so ein bisschen dichtere Nadelwald so gesehen, aber so einen richtig dichten Wald habe ich jetzt nicht gefunden gerade. Gibt's leicht einfach nicht, kann ja sein. Hier runter oben wurde Trevor, ne? So in die Richtung. Bei dem See war das ja irgendwo gewesen. Und überleg doch mal, wie lange wir alle in diesem Wüstengebiet rumgefahren sind und schaut mal, wie klein das jetzt hier aussieht. Das sieht ja wirklich winzig aus, aber wir waren ja super lange hier unterwegs gewesen im Gebiet. Ich glaube, das ist auch hier. Das ist eigentlich diese Scheibe da. Ich guck mal eben. Darts. Okay, kann man Darts spielen gehen, wenn wir wollten. Ja, jetzt hier landen nicht. Ich lande dann einfach irgendwo, worauf ich Lust habe. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal hier hin. Mal so hier. Oh, 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 aufpassen. Dann gucken wir wieder nach Los Santos. Schön. Das hier. Nein, ich will mal gucken, es ist einfach. War hier ein See drin oder was? Das ist ja ein Staudamm. Ja, mir wird es auch kein bisschen schwindelig. Es scheint ein Staudamm zu sein. Na. Was ist denn hier unten? Ah, Nesca, oder? Nesca-Strecke. Wollen wir da mal auf der Nesca-Strecke landen? Die scheint gerade ziemlich unbenutzt zu sein. Ach komm, wir fliegen nochmal ganz kurz über die Stadt hier. Ich hoffe, da passiert nichts. Auf die Häuser kommen wir doch bestimmt auch irgendwie drauf, oder? Ich würde zumindest hoffen. Guckt euch das mal an hier. Cool. Ich schaue nochmal Karte, aber ich würde unbedingt bei der Nesca-Strecke würde ich gerne landen. Ich hoffe, dass ich sie wiederfinde. So, Karte, guck mal, Leute, da haben wir jetzt gut was aufgedeckt hier. Hier hätten wir vielleicht noch ein bisschen was machen können, aber ich meine, da kommen wir vielleicht auch noch hin. Das hat schon mal gut was gebracht, auf jeden Fall. Hier in diesem Gebiet hätte man vielleicht auch nochmal schauen können, aber ich meine, letztendlich, wir sind ja hier lang geflogen, da hat man hier auch schon alles gesehen. Also, von daher passt das jetzt. Die Nesca-Strecke, hier haben wir sie. Nur falls holen wir uns dann halt nochmal eine Maschine. Irgendwann will ich auch mal einen Düsenjet haben. Das wird aber, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich versuche jetzt mal auf der Nesca-Strecke zu landen. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Guck mal, hier mal einen Zeppelin. Ich kann auch in den Zeppelin landen. Yeah. So, da vorne haben wir sie. Alter, okay, ich muss dann definitiv, glaube ich, nochmal neu ansetzen. Ja. Gut.
Okay, da brauche ich noch ein bisschen Abstand. Ja, dann fliegen wir noch mal kurz in die Richtung, weil da waren wir, glaube ich, noch nicht gewesen. Jetzt mal über den Berg noch mal. Ein bisschen über den Staudamm drüber. Dann habe ich dann ein bisschen mehr Distanz, kann dann drüben, also noch ein bisschen weiter hinten wenden und dann probieren wir es noch mal. Vielleicht scheint wirklich noch Wasser zu sein. Ja, aber hier waren wir schon, hier waren wir schon. Also ich glaube ja, dass es schief gehen wird, aber ich will es mal probieren. Es hätte was, auf eine S-Bahn-Strecke zu laufen. So, wo war das denn gewesen? Ich gucke mal gerade. Ah, ich hatte es schon mal gekillt, glaube ich, ne? Hier. Ah, das ist total scheiße vom Anflug gerade. Muss man noch ein Stück nach rechts jetzt. Dann machen wir es mal in die Richtung. Natürlich cool, wenn man da auch so ein Auto klauen könnte und dann einfach nur ein paar Runden fährt. So als Minigame. Multiplayer dann gegen Kumpel. Oder auch da oben ein Wettrennen machen. So, also nur ein paar Sekunden in die Richtung und dann wende ich und dann probiere es einfach mal. Ansonsten, ja, Autobahn landen ist, glaube ich, keine so gute Idee. Ich habe jetzt aber keinen Bock, hier beim Trevor zu landen, in dem Wüstengebiet und dem Sandgebiet, weil das so weit weg ist. So, so ungefähr. Sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. So, gehe ich mal ein bisschen vom Gas runter. Da vorne. Das wird so schief gehen. Gehen die Räder mal raus? Räder? Okay. Hat funktioniert. Ja gut, das ist hier dann nicht ganz so ultra-simulationsmäßig gemacht, ne? Aber es hat funktioniert. Ach, das ist gar keine Nesca-Strecke, das ist eine Pferderennbahn. Guckt mal, Leute. Au. Das ist eine Pferderennbahn. Oder? Ja, das ist eine Pferderennbahn. Aber cool, das war auf jeden Fall spaßig gewesen. Können wir hier noch irgendwas machen? Da müssen wir mal gucken bei Veranstaltungen, da wird da bestimmt irgendwann mal, wird das doch hier auch was stattfinden, da kann man vielleicht wetten oder so. Müssen wir mal gucken, ob hier irgendwas steht, wann hier was ist. Ja, das ist nur dumme Werbung. Ja, und die haben ja Kamera, super. Frage ist, wie wir jetzt hier wieder rauskommen. Na, guck mal, das sind Leute. Ich zieh mir die Waffe weg. Was macht denn ihr hier? Get over yourself. You make me wanna puke. Oh my god. You should get some help with that personality. Okay. Müssen wir bestimmt mal ein bisschen die Veranstaltung checken, weil irgendwann wird hier bestimmt auch mal ein Pferderennen sein. Dann können wir bestimmt wetten oder so. Fire Escape, geht der auf? Nein. Ja, sind die ein bisschen doof, da hinten ruhig mal noch irgendwie, weiß ich nicht. Kommt vielleicht noch. Ja, hoffentlich machen die jetzt keinen Stress, ich will ja noch raus, ne? Die müssen ja nicht wissen, dass ich hier mit dem Flugzeug gelandet bin. Ah, hier geht's auch raus, guck mal. Ganz unauffällig. Also. Schön! Cool! Also das lief ja, ihr müsst überlegen, ich bin nicht gestorben. Oh, das Auto will ich haben. Ja, jetzt zu spät wahrscheinlich. Egal. Hat doch keiner mitbekommen, nehmen wir das hier. Ja, es hat keiner, weiß ich nicht, also ich bin nicht gestorben auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo ich den ersten Startversuch da total in den Sand gesetzt habe und die Polizei kam, dachte ich ja, okay, das wäre es gewesen. Und dafür haben wir es jetzt ja doch noch hinbekommen und haben jetzt erstmal einen groben Überblick bekommen. Was mich ein bisschen ärgert ist, dass ich jetzt keinen wirklichen Wald entdeckt habe oder so. Vielleicht habt ihr ja irgendwas gesehen. Es ist halt auch mal ein bisschen schwierig, wenn man noch quatscht und so, dann mal alles im Auge zu behalten. Ihr wisst es ja mittlerweile, kennt das ja bei mir mittlerweile. ja, auf jeden Fall war es ja ganz interessant gewesen und man hat auch mal einen Eindruck bekommen, wie groß die Karte ist. Ne? Also überlegt, dass mit dem Flugzeug ging das jetzt wirklich ultra schnell. Toll, jetzt bin ich wieder auf der Rennbahn. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja gut, Leute, dann wollte ich trotzdem sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss hier. Nächste Folge werden wir einfach dann die Quest dann machen. Also wahrscheinlich müssen wir kurz zur Flugschule, weil wir es müssen. Und im Anschluss aber werde ich dann schauen, dass wir dann die Mission lösen, die jetzt hier der Trevor initiiert hat. Also diesen Riesencoup da mit den Regierungssachen und so weiter, wo wir einerseits ein U-Boot brauchen und auch mit dem Hubschrauber fliegen. Ich glaube, das wird richtig interessant. Also würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschö.
We'll be right back.